Reden wir mal über die Vikings-Serie als Inspirationsquelle. Eigentlich gehört die Serie hier in diese Videoreihe nicht unbedingt rein, denn ich wollte eigentlich nur Dinge hier reinnehmen, die ich wirklich als Inspirationsquelle sehe. Das ist bei Vikings nicht unbedingt der Fall. Ich schaue Vikings tatsächlich ganz gerne, aber ich bin auch sehr zwiespältiger Meinung zu der Serie. So begleitend zu malen, auch an irgendwelchen Dark Age-Projekten, ja, okay. Aber ja, ich denke, jeder weiß, dass die Serie so ein bisschen problematisch ist. Was die Probleme sind, die sind tatsächlich zahlreich, aber ein Hauptproblem sind natürlich die Kostüme und die Ausstattung. Das ist wirklich schwierig, ja. Ich bin durchaus bereit, da eine gewisse tolerante Sichtweise zu haben, wenn es darum geht, okay, die Wikinger müssen irgendwie bestimmten Stil haben, künstlerisch. Ja, weiß ich nicht. Also, ja, die Frisuren, okay, kann man machen, aber diese ganzen Lederklamotten sind schon echt schwierig, aber selbst darüber kann ich noch teilweise hinwegsehen. Ja, dass da auch eigentlich keiner ein richtiges Kettenhemd anhat, ist auch schon echt schlimm. Dass kein einziger Wikinger bei der Belagerung von Paris und auch generell nie einen Helm trägt, ist auch schon verdammt grenzwertig. Aber was echt richtig schlimm ist, ist, wenn wir nach England gehen und uns die vermeintlichen Angelsachsen anschauen, da wird es echt übel. Also diese Schuppenpanzer, die anhaben, ist noch das eine, aber ganz schlimm ist die Uniformität. Und was zur Hölle hat dieser Mann da auf dem Kopf? Das ist ein Helm. Ich würde den als Mischung aus einem Reiterhelm und einem Morionhelm aus dem 16. und 17. Jahrhundert schätzen. Und das ist wirklich übel anzuschauen, weil es so total zeitversetzt ist. Also wenn wir davon ausgehen, dass Vikings irgendwann im 9. Jahrhundert spielt, da sind halt 600 Jahre schon eine ganze Menge. Und für mich wirkt das einfach so wahnsinnig deplatziert. Keine Ahnung, also da könnte auch ein napoleonischer Soldat durchs Bild laufen. Und ich warte eigentlich nur drauf, dass in irgendeiner Staffel die Angelsachsen irgendwie an Musketen kommen oder irgendwas Vergleichbares. Also das würde mich an der Stelle auch kaum noch schocken. Gut, genug gemeckert. Ja, ich denke, was die Ausstattung angeht, kann man sich einig sein, dass da einiges schief läuft bei Vikings und dass es natürlich immer schwierig ist bei einer vermeintlich historienorientierten Verfilmung, da irgendwie auf Authentizität zu pochen, wenn es um die Kostümierung geht. Die Schilde sind ganz schön, die Äxte sind auch teilweise okay. Ja, viel mehr muss man da nicht sagen. Man muss sich aber auch nicht zwingend dran aufhängen, denn Vikings macht auch einige Sachen gut tatsächlich. Darüber lässt sich sicher streiten, aber ich finde, dass so ein paar gesellschaftliche Sachen innerhalb der Wikingergesellschaft schön dargestellt werden, wie Feste auch gefeiert werden, Beziehungen der Charaktere untereinander. Und ich glaube, das ist wirklich das tragende Element der Serie, was mich auch letztendlich begeistert, sind einfach die Charaktere und wie sie untereinander handeln, wie sie dargestellt sind. Und gerade Ragnar ist natürlich ein tragender Charakter für die Serie, aber auch teilweise dann später seine Söhne. Floki, das sind alles sehr interessante Charaktere und die Konflikte zwischen den Charakteren sind interessant. Besonders die zweite Staffel hat mir wirklich sehr gut gefallen. Die erste fand ich auch schon gut. Die zweite fand ich dann am stärksten eigentlich. Und ab der dritten ging es für mich dann nach und nach doch deutlich bergab. Leider muss ich sagen, es gab immer mal wieder Höhepunkte in der Serie,
dann auch später hinaus. Aber ja, leider muss ich sagen, nimmt die Serie so ein bisschen ab in der erzählerischen Qualität auch. Und es wird teilweise ein bisschen immer abstruser. Trotzdem, ja, ich bleibe weiter dran. Und natürlich würde mich brennend interessieren, inwiefern Vikings für euch Inspirationsquelle ist, gerade im Bereich, wenn ihr Saga macht und so weiter. Und auch besonders, was euch stört an der Serie, wenn euch denn was stört. Und auch, was ihr vielleicht besonders gut findet. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wisst ihr. Und ansonsten gerne abonnieren, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Ich muss es immer mal wieder wiederholen. Abonniert. Abonniert.